damit herzlich willkommen zu Let's Play Frostpunk. Ja, wir werden im Endlos-Modus spielen. Ich habe kurz angezockt gehabt, um mal ein bisschen rumzutesten, ob das hier so alles hinhaut. Wir werden große Karte nehmen und werden zufällige Bedrohungen anlassen. Den Rest lassen wir auf Mittel. Das soll reichen. Gerade für ein Let's Play soll das schon ganz knackig sein. Ja, ich mache meistens den Fehler in Frostpunk, dass ich zu gierig bin. Ich will immer alles sofort haben. Forsche viel zu viel gleich am Anfang. Ja, ich werde mich schön auf die Economy konzentrieren, dass die erstmal läuft und dann mal gucken. So, Pause. Gesetze, Anpassung. Als allererstes brauchen wir die Unterstützung unserer Kinder. Die 15 Arbeitskräfte können wir gut gebrauchen. Dasselbe gilt für die Arbeiter hier. Kohlehaufen. Da gucke ich mal gleich was. Das lassen wir also. Das ist auch ein guter Dreierhaufen. Bisschen Stahl brauchen wir. Hier ist mehr Kohle. Dann nehme ich das doch. So, erstmal alle Rohstoffe holen lassen. Tja, Name. Was Zufälliges? Nee. So. Wir sind gleich erstmal bei minus 30 Grad, das ist gar nicht gut. Alles kühl, nicht gut. Das bedeutet, wir brauchen erstmal Häuser. So schnell wie geht. Ja, das wird eine durchgängige Aufnahme, also ich werde nicht an- und abmoderieren, einfach weil man ja einfach sonst immer rausgerissen wird aus dem Feeling. Das war schon der Arbeitstag? Gott. Mal nix geschafft, hier Leute, nix. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, noch ein Haus. Eine Sanitätsstation. Ja, brauchen wir noch was? Das Speisehaus. Kommt ein nach außen. Mehr rum. Und dann brauchen wir noch eine Werkstatt. Die wird auch vollkommen für den Anfang ausreichen. Ein bisschen Straße. Und Richtung Holz müssen wir sowieso. Und Richtung Eisen. Also hier meine Straße schon mal. So. So kann es jetzt erstmal wieder ein bisschen laufen. Wir machen definitiv mal hier Generator-Team. Generatorschaden muss ein bisschen laufen. Ja, Generator. Die Leute haben Angst zu erfrieren. Bei minus 30 Grad hätte ich das aber auch. So,
So. Dann lassen wir es ein bisschen laufen. Technologie. Ja, Rohstoffe. Wir brauchen definitiv. Ja, heul doch rum. Ziehen wir 5 Ingenieure ab. Und hier ziehen wir. Nein, hier. Ziehen wir mal 2 Kinder ab. Die können ein bisschen kochen. Ingenieure sind hier drin. Und kriegen schon mal Auftrag Sägewerk. Nicht, dass uns das Holz ausgeht. Das hatte ich schon öfters. Und dann kommt hier der Weg hin. Gesetze auf alle Fälle. Gehen wir da auf. Erkranken? Nee, das will ich nicht. Ich will nur Suppe. Suppe. Und gleich auf Suppe, richtig, genau. Das ist gut. Damit kommen wir ein bisschen länger hiermit aus. Wir haben Kranke, das bedeutet, wir müssen noch irgendwo Ingenieure abziehen. Oh, sind das viele. Na, dann weiß ich ja, was ich noch bauen darf. So, dann lassen wir es mal laufen. Na, baut das schön zu Ende. Ja, und jetzt sind alle Ingenieure beschäftigt. So, du gehst erstmal wieder aus. So viel Kohle haben wir nämlich nicht. Heizung ist ausgefallen. So, Rohstoffe, Sammelstelle kommt hier hin. Und die Sammelstelle braucht eine Straße. Die zum Glück gar nicht teuer ist. So. So kann das erstmal ein bisschen weiterlaufen. Schimpft das Kind aus. Wir brauchen jede Arbeitskraft. So, das Sägewerk haben. Als nächstes brauchen wir eigentlich das Stahlwerk, aber ich will erstmal erkunden. Erkunden, das ist sehr wichtig, erstmal, für mich jedenfalls. Finde ich. Das ist gleich weg, dann können wir die Straße weiterziehen. Und gleich wird zum Glück ein bisschen wärmer. Gesetze. Notfallschicht und danach verlängerte Schicht. So.
Wir haben hier Arbeiter. Kommen hier erstmal die Kinder rein. Und hier die restlichen Arbeiter. Also die Kälte gleich am Anfang, das ist sehr gemein. Keine Ausnahmen. Es ist halt wie es ist. Es wird wärmer, sehr gut. Weg mit dir. So, dann wollen wir mal nach hier hinten. Und dann brauchen wir Rohstoffe, erstmal das Sägewerk. Nichts verschwenden. So, jetzt sind gerade die ganzen Leute fertig geworden. Mit dem Zeug. Na, obwohl, wir lassen das mal. Dann können die das erstmal hübsch bauen. Dann die Signalstation, definitiv. Oh, hier gibt es Kohle, das ist gut. Hier sammeln die jetzt auch fleißig, ein bisschen wärmeren. Ja, 7 Stunden brauchen die. Technologie. Rohstoffe gleich das Stahlwerk. Das Holz ist gesichert. Achso, ja. Generator ist aus, das macht Sinn. Wir sparen ein bisschen Kohle über den Tag. Gesetz. Und die verlängerten Schichten. Können ruhig ein bisschen länger arbeiten. So, wir brauchen weitere Rohstoffe. Am besten Stahl. Noch mehr Stahl. Und das hier wird ja schön abgebaut. Jetzt können wir weiter bauen. Wir können uns eigentlich schon mal 5 Leute organisieren für den Spähtrupp. Holz haben wir. Und für die Nacht machen wir das Ding wieder an. So, Speer. Radiostation, Sägewerk hört sich doch erstmal gut an. Ja, als nächstes bauen können wir eigentlich schon mal vorbereiten. Wir brauchen natürlich Nahrungsmittel. Mehr als eine Jagdhütte kann ich mir momentan eh nicht leisten, vom Personal her. Und das wird hier nicht besser, weil wir mehr Kohle brauchen. Das wird fleißig abgearbeitet. Kohlevorkommen. Ja, das wird ein bisschen reichen, aber wir sollten dann bald auf Kohleminen gehen. Weil so viel ist hier wirklich nicht. Also es ist echt diesmal echt karg. Gut, lassen wir mal die Nacht schnell durchrattern. Hier sind doch 10 Plätze, geht doch da rein.
So abends, so ab 16 Uhr, werde ich dann immer irgendwo welche rauspulen und die da hinschicken, dass die Essen sammeln. Haben nicht so viel Holz. Naja, mehr Mikromanagement wird wohl auch nicht schaden. So, Gesetze. Leichen brauchen wir erstmal noch nicht. Dann Zwecke. Gebetshaus. Nee. Ich gehe lieber hier auf Nachbarschaftswache. Wir haben hier 3 Tage Zeit, um das zu erfüllen. Und ich werde das so spät wie möglich machen. Einfach auf den Grund, weil wir brauchen Rohstoffe und Personal gerade anders. So, warum bist du noch an? Geh weg. Stahlwerk, super. Dann müssen wir wohl ein bisschen. Nee, das kann ich auch für später gebrauchen. Dann erforschen wir das. So. Zusatzration für Kinder, alles klar. Wir haben selber kaum zu beißen und dann sollen wir den Kindern noch mehr geben. So, wir brauchen Personal. Hier rein. Lass das mal. Wir brauchen Essen. Ich weiß, dass die ganze Zeit den An- ausmachen ist voll lästig, aber es spart einfach hier oben Kohle. Das ist sehr wichtig. Oh. Habe ich mal wieder vergessen auszuschalten. Egal. So, unser Spieler sollte auch demnächst ankommen. Reicht nicht. Da fehlen 7. Ach, wie lästig. Gut, aber ab morgen haben wir wieder 30 Rohnahrung. Ich hoffe, dass damit ein bisschen weiterkommen. Brauchen unbedingt die nächste Tech-Stufe. So, die sind jetzt da. Können Sie gerne erforschen. 75 Holz. Großer Krater. Geht mal ein bisschen weiter. Das Problem ist, Sie haben einfach nicht genügend Personal am Anfang. So. Wir brauchen nicht noch mehr Verletzte. Hier ist es zwar kühl, aber es sollte gehen. Ihr arbeitet länger. Ihr arbeitet auch länger. Rohstoffe, Stahlwerk, 25 Holz. Brauchen wir leider auch. So. Leute übrig. Hier ist es zum Glück ein bisschen wärmer, deswegen lasse ich die jetzt auch da drinnen, solange wir nichts Sinnvolles für die zu tun haben. Sind ein paar Kinder drinnen.
brauchen einfach das Holz. Da komm. Dann lassen wir mal den Tag durchrattern, soweit. Neue Forschung, Reisbutter. Wir brauchen die Heizung. Oh, ich verstehe. Wenn es hier eh zu kalt ist, könnt ihr noch weiter in die Kälte raus. Dann werden wir Heizung erforschen und werden das Ding da hoffentlich wieder in Betrieb kriegen. Und wir brauchen ein bisschen mehr Hoffnung. Das ist immer praktisch. Na komm, lassen wir es mal weiter schnell laufen. Angekommen, Überlebende, sehr gut. Das ist gut, zur Stadt eskortieren, dann geht das relativ schnell und damit sind dann unsere Personalprobleme behoben. Das bedeutet, wir bereiten uns schon mal drauf vor. Hier noch was hinzupacken für Holz und wir sind hier noch drin, 82 Stahltrümmer sind hier voll, noch ein bisschen zu tun, dann werden wir hier hinten unser erstes kleines Industriegebiet machen.